Guten Abend und ein herzliches Willkommen im Namen von JFT Brokers und natürlich auch von mir, Stefan Friedrichowski, zur gewohnten Stunde, gewohnte Wochentage. Es schleift sich gewissermaßen langsam ein. Ja, wirklich herzlich willkommen. Zahlreiche Teilnehmer sehe ich hier schon. Das freut mich natürlich immer wieder und soll natürlich auch genauso weitergehen. Also, wann auch immer an Feedback mal nötig ist, in welcher Form auch immer, könnt ihr mich gerne auch direkt hier anschreiben. Ihr seht wie immer auch nochmal meine Kontaktdaten mit meinem komplizierten Nachnamen. Deswegen redet mich gerne direkt auch mit Stefan an. Aber ich sage es trotzdem nochmal einmal hier s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Nutzen schon zahlreiche von euch und freut mich auch immer wieder, da noch direkt in Kontakt mit euch zu treten. Wird schon gerade gefragt, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, die Aufzeichnung läuft. Und ihr findet die Aufzeichnung übrigens nachher immer hier auf dem JFD YouTube-Channel. Also ihr tippt einfach bei Google ein JFD YouTube und danach landet ihr automatisch hier auf dieser Seite. Und da sind dann auch immer die älteren Webinare. Hier ist jetzt von mir noch das Letzte, das ist dann auf Englisch. Wenn ich hier auf mehr Anzeigen gehen würde, wäre auch von mir beispielsweise das Letzte auf Deutsch dann hier auch zu sehen. Also JFD YouTube und ihr landet genau hier. Guckt auch gerne mal bei den Kollegen rein, sowohl live als auch in die Aufzeichnungen. Ist sicherlich vieles und Gutes dabei. Das weiß ich wiederum definitiv. Gut. Oh, jetzt kriege ich schon Lob bei Beginn eines Webinars. Das ist natürlich nochmal schön. Vielen Dank für das. Also, ich hoffe, ich kann auch heute wieder euch was hier liefern. Ich sage es gerne vorweg. Wir machen heute nicht so wirklich eine Trading-Strategie, sondern wir machen eine Vorarbeit für die Entwicklung von Trading-Strategien. Und natürlich benutzen wir gerne Indikatoren. Das ist auch unser gutes Recht und das auch überhaupt nicht unvernünftig. Und deswegen habe ich wiederum, weil das nämlich auch gut mal vorab laufen kann, mir die Frage gestellt, haben Indikatoren eine Vorhersagekraft? Und das ist natürlich auch genau das Titel von heute, der Titel von heute. Und ehrlich gesagt gefällt mir das deutsche Wort Vorhersagekraft da eigentlich überhaupt nicht. Das klingt dann definitiv nach Glaskugel. Das englische Webinar hierzu habe ich Predictive Power genannt und das Wort gefällt mir ehrlich gesagt viel besser. Aber wie dem auch sei, an dem deutschen Wort soll es nicht scheitern. Aber es geht natürlich darum, hey, kann man mit unserem Indikator etwas ablesen, was dann in der Zukunft auch wirklich eintritt. Eine Richtung beispielsweise, long, short oder gar nicht traden, was auch immer. Und das ist genau die zentrale Frage. Ich wiederhole mich nochmal kurz, es wird nicht wirklich heute eine Trading-Strategie. Man kann es nutzen, was wir herausarbeiten, auch für seine diskretionären Trading-Ansätze, so als Beiwerk, als Bias, aber es ist nicht so, dass dann am Ende rauskommt, wenn dann, also wenn das eintritt, dann Stop-Loss 3,8%, Take-Profit 5,9. Soweit gehen wir nicht, aber dafür ein universelles Tool, nämlich über die Vorhersagekraft von Indikatoren. Übrigens sind die Folien, die ich heute zeige, die sind natürlich schon wieder hier in, die könnt ihr auch schon bereits runterladen aus dem GoTo-Webinar-Bedien-Panel. Und zeige heute wieder zahlreiche Excel-Sheets, also bei Bedarf einfach kurze E-Mail an mich. Ich kann sie leider hier nicht hochladen, sonst könnte man das Ganze ein bisschen abkürzen. Aber das geht aus technischen Gründen nicht, weil Excel-Sheets sind hier bei GoToWebinar nicht zugelassen. Das hat nichts mit JFT zu tun, sondern mit dem Anbieter der Webinar-Software hier. Aber sei es drum. Also Excel-Sheets natürlich gerne verteile ich die anschließend wie immer. Gut, bevor wir so wirklich einsteigen, natürlich wie immer einmal kurz diese Folie hier gezeigt, der Risk Disclaimer. Also, wir reden über Trading, wir reden über Strategien. Schließlich und endlich handelt ihr natürlich wie immer auf eigenes Risiko. Ist, glaube ich, auch klar, dass das genau so sein soll und sein muss.
muss. Und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein. Also, was machen wir heute in Summe? Ich will mal kurz noch auf die WOT eingehen und ich will auch noch mal kurz auf Kursdatenbeschaffung eingehen, weil mich da einfach wirklich häufig E-Mails erreichen. Hey, wie machst du das jetzt genau mit den Kursdaten und dass du die immer da in Excel reinkriegst und so. Deswegen zeige ich es einfach noch mal kurz, damit das auch nochmal klar wird, weil jeder, der tatsächlich hier zum Beispiel mit Excel-Hilfe auf Kursdaten schauen möchte, die analysieren möchte, dann zum Beispiel sowas machen wie die Vorhersagekraft von Indikatoren, braucht schließlich natürlich historische Kursdaten. Und es ist sehr einfach, aber ich will es bewusst nochmal hier zeigen. Insbesondere unter dem sogenannten echten Excel, also dem Microsoft Excel, ist es tatsächlich etwas komplizierter als in dem LibreOffice, was ich hier immer standardmäßig verwende. Ich hatte es auch in der Beschreibung des heutigen Webinars schon gesagt, Schwerpunkt bildet heute erstmal der RSI als Indikator, aber während ich das dann weiter vorbereitet habe, habe ich dann gesagt, komm, dann zeige ich auch gleich nochmal eine zweite Variante, ein EMA nehmen wir auch nochmal und um halt dieses Thema Vorhersagekraft, Predictive Power auch ein bisschen umfassender zu beleuchten. Und was jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein bisschen Fleißarbeit, weil wir können rauf und runter durch sämtliche Indikatoren gehen und genau immer die gleiche Frage stellen. Ist der Indikator geeignet, um mir etwas über die Trading-Richtung, die ich einschlagen kann, will, soll, dann auch wirklich zu sagen? Und ja, wir werden mal ein paar Beispiele machen und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet Überraschungen erleben. Und die Beste hebe ich mir dann zum Schluss auf. Die betrifft dann nachher den S&P 500. Aber wir werden es sehen. Gut. WOT will ich einfach kurz erwähnen, weil wir als JFD auch auf der WOT, die World of Trading in Frankfurt, unmittelbar vertreten sind, also in mehrfacher Hinsicht. Also es gibt einen Stand, da kann man sämtliche Leute von uns nahezu jederzeit treffen. Also auch hier meine ganzen Webinarkollegen à la Christian Kämmerer, dem Jens Klatz und noch viele, viele andere mehr. Sind direkt natürlich am Stand und natürlich auch andere Leute aus dem Support beispielsweise. Also viel Fachkompetenz da. Das kann ich nur schon mal ans Herz legen. Und natürlich gibt es auch jede Menge Vorträge, sowohl am Stand als auch einige Seminarvorträge, für die man sich dann so anmelden muss. Das geht hier auf der Internetseite, auch die kurz gezeigt, wenn ich sie dann noch habe. Nein, ich habe sie nicht mehr. Dann machen wir es aber mal eben ganz schnell. Also WOT findet man dann recht schnell. Und das Ganze findet am 17. und 18. November statt, ist in Frankfurt. Man schafft es, kostenlos reinzukommen. Dazu muss man, naja, ein bisschen tricksen. Also ihr könnt zum Beispiel nach Godmode gehen und euch einfach eine Eintrittskarte zuschicken lassen. Das kostet dann nichts. Ihr bezahlt gewissermaßen mit eurer E-Mail, wenn man es mal ganz genau nimmt. Na, da seid ihr auch mich. Also ich halte auch einen Seminarvortrag, nämlich am Samstag. Und wie konnte es fast anders sein? Thema wird sein Mensch versus Maschine. Wer ist der bessere Trader? Und ja, wie gesagt, also man kann sich einfach hier anmelden. Auch das kostet übrigens nichts, aber er findet auch noch weitere Themen. Oh, jetzt fällt mir was auf. Mein Name ist ja glatt hier falsch geschrieben. Naja, wie auch immer. Stefan Friedrichowskis. Den Schreibfehler hatte ich noch bisher, glaube ich, noch nie in meinem Namen. Also WOT würde mich persönlich einfach auch freuen, weil man kann uns, wir können es dann auch einfach wirklich Auge in Auge sehen. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Schreibt gerade auch jemand über den VTAD, kann man sich auch anmelden. Da gibt es dann sogar noch einen Gutschein, einen Seminargutschein, weil es gibt auch Seminare, die kostenpflichtig sind und da gibt es dann noch einen Gutschein. Also VTAD, Verein Technischer Analysten Deutschland, auch mal eine interessante Webseite, die man durchaus besuchen kann. Ich sehe gerade, da schreibt mir schon wieder, die meinen Stefan Friedrichowskis Seminare, deshalb auch das S. Boah, das ist natürlich gut. Also sozusagen Genitiv. Naja, Deutsch war nicht ganz so meine Stärke. Ich weiß drum. Also, WOT, wer will, kann mich da auch mal persönlich treffen und andere.
Kursdaten. Will ich einfach kurz nochmal erwähnen, weil das so existenziell ist und mich auch tatsächlich viele E-Mails dazu erreichen. Also meine typischen Quellen sind hier einfach nochmal genannt und da ihr ja die Folien hier runterladen könnt, habt ihr dann auch sofort nochmal wie das hier genau geschrieben wird. Und ich will das einfach nur an einem Beispiel mal eben zeigen. Und zwar machen wir das mal eben hier am Beispiel diesem Stock. Und dann gibt man einfach hier oben hin, sagt das Symbol, JPY beispielsweise, USD, JPY, und dann sind wir direkt hier beim US-Dollar, japanischer Yen, und ich will es mal jetzt hier gerade nicht übertreiben und nimm nicht gleich alle Daten, sondern nur einen Teil. Und alles, was man dann macht, ist einfach Download. Soweit ist die Welt sicherlich noch in Ordnung. Und er macht jetzt hier diesen Download-Prozess von den Kursdaten. Und genauso wie das jetzt hier aussieht, auch schon auf dem Bildschirm, so sieht die Datei wirklich aus. Also wer sich mal für die Datei an sich interessiert, der öffnet sie einfach mit einem Editor, nur dass man mal gesehen hat, wie die wirklich aufgebaut ist. Es ist eine sogenannte Textdatei. Und das ist das typische Dateiformat CSV und besteht einfach aus Datum, Open, High, Low, Close. Und das ist schon alles. Bei Indizes kommt dann manchmal auch noch das Volumen dazu oder bei den Futures. Und auch der sogenannte Open Interest, der kommt da auch nochmal dazu, wie dem auch sei. Jetzt kommt allerdings das Eigentliche. Wie kriege ich das Ganze in Excel? Ich will zunächst mal den einfachen Prozess schreiben. Zeigen, nämlich man macht das Ganze mit LibreOffice. Das ist halt so ein Excel-Ersatz, Open Source. Da wird es total einfach, weil da klicke ich hier einfach drauf und dann kommt automatisch hier so ein Filter. Und wenn man genau diese Filterkriterien einstellt, so wie ich sie hier eingestellt habe und insbesondere auch die Sprache auf sowas ganz Komisches stellt, dann macht der alles automatisch richtig. Wichtig ist noch Detect Special Numbers. Das betrifft das Datum. Und dann macht er einfach alles richtig. Und wenn ich jetzt OK klicke, dann habe ich sie hier automatisch in Excel. Und man sieht sofort, weil alles rechtsbündig ist, sind die Daten hier auch sauber eingelesen. Und that's it. Das war schon die ganze Einleserei in Excel. Und ab jetzt kann ich halt mit den Daten weitermachen. In dem sogenannten echten, also was bei mir immer das so echte Microsoft Excel sich nennt, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da wird es komplizierter. Da fängt man an mit Einfügen. Jetzt fange ich schon wieder an, hier rumzurätseln. Daten, genau, Daten und dann aus Text. Und dann, wenn man die Daten wiederum auswählt, muss man anschließend noch die Filterkriterien sozusagen hier individuell einstellen. Das macht er hier über diesen sogenannten Assistenten. Und als erstes geht es um das Trennzeichen. Das Trennzeichen hier bei diesen Kursdaten ist ein Komma. Und das stellt man sozusagen als erstes ein. Also das Trennzeichen hier bei uns ist ein Komma. Einen Tab-Stop kann man ruhig noch lassen. Das stört erstmal weiter nicht. Und man sieht auch schon hier in dieser, das ist alles jetzt ein bisschen klein, aber das kann ich nicht vergrößern, dass er hier die senkrechten Linien richtig gesetzt hat. Und dann macht man mal auch weiter. So, und jetzt ist die einzelne Zeile, die Spalte, die erste Spalte ist ja hier bei uns ein Datum. Und dieses Datum hat ein bestimmtes Format. Und zwar Jahr, Monat, Tag. Das muss man ihm sagen. Und dann markieren wir, nein, ups, das war jetzt zu schnell. So, das. Und dann muss ich nochmal hier die drei Spalten markieren und auf Erweitert. Und jetzt wird nochmal wichtig, das Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen ist also hier der Punkt. Und der ist halt hier ein Punkt. Und das deutsche Excel verwendet standardmäßig eigentlich ein Komma. Und das müssen wir dem jetzt sagen, dass es ein Punkt ist. Und das war's dann auch schon. Und dann können wir auf Fertigstellen drücken und haben dann die Kursdaten hier auch jetzt in einem normalen Excel drin. Ist alles rechtsbündig, damit das heißt, die Zahlen wurden ordentlich erkannt. Hätte ich zum Beispiel die letzte Übung gerade mit dem Dezimalpunkt nicht gemacht, dann wäre es zwar auch eingelesen worden, aber es wäre linksbündig gewesen. Also, so viel mal hier zu Excel-Gymnastik im Sinne von, wie importiere ich?
Das wollen wir nicht speichern. Okay, also das. Das mal zum Einlesen von Kursdaten und das auch mal wirklich in Praxis hier benannt. Hey, hier kommt nur gerade, das lese ich erst ein bisschen später, nochmal jemand, der mir das genau mit dem Genitiv erklärt, das finde ich gut. Zwar jemand, der auch einen sehr eigenwilligen Namen, aber ich weiß, ich kann es ruhig so sagen, hat da auf Reza. Reza ist natürlich auch nicht gerade der geläufigste Vorname. Den Nachnamen sage ich natürlich hier nicht, aber das ist natürlich auch eine, aber ich weiß schon, wo er mittlerweile herkommt. Sagt schon jemand gerade, das mit dem Importieren der Kursdaten dauert ja viel zu lange, ist ja kompliziert. Man ist ja damit mehr beschäftigt als mit dem Traden. Warum gehe ich gerade nochmal extra darauf ein? Weil mir das so wichtig ist, sich nämlich. Also was heißt traden? Natürlich können wir hier, wir könnten sofort auf den Chart gucken und ab jetzt sagen, okay, hier oben, links oben, Euro, australischer Dollar. Sollen wir jetzt da einen Trade eingehen? Wenn ja, was, welche Richtung? Wir könnten Widerstandslinien rauf und runter malen. Wir können Indikatoren verwenden. Hier ist ja auch schon einer drin. Und den zur Rate ziehen. Nur die Frage ist ja, bringt das was? Nützt mir das was, wenn ich hier diesen Indikator, der hier gerade drin eingezeichnet ist, jetzt auch verwende? Und das ist halt genau das Thema des Webinars. Und mir reicht es nicht aus, euch am Ende der Tage zu sagen, nimmt ein RSI Periode 38, legt die Schwellwerte auf 65 und wenn immer jetzt ein Signal kommt, dann tradet. Das reicht mir nicht. Und deswegen auch all die Erläuterungen drumherum. Weil mir ist nicht nur wichtig zu sagen, wie ich trade, sondern viel wichtiger ist mir noch zu sagen, warum ich welchen Trade wie eingehe. Und wenn ich jetzt einfach nur die RSI-Periode hier nenne, dann fände ich das ein bisschen zu wenig. Ich sage euch genau den Umkehrschluss. Ich habe viel gelesen, auch ich habe viele Webinare gehört und ich habe feststellen müssen, dass mir viel Blödsinn erzählt wurde. Und das einfach so anzunehmen, was man da hört, genau das will ich vermeiden, indem man ein eigenes Verständnis dafür entwickelt. Und das ist einfach mein Anspruch. Also deswegen auch Hinweise über Einlesen von Kursdaten und dergleichen, damit auch die Sachen wirklich nachvollziehbar werden und ihr auch wirklich die Sachen selber machen könnt. RSI-Indikator soll ja unser Beispielindikator für heute sein. Erstmal kurz nochmal, was ist er eigentlich überhaupt? Der RSI steht erstmal für Relative Strength Index. Von daher ist es mal ein bisschen lustig, wenn man dann RSI-Indikator schreibt, also Relative Strength Index Indikator. Das Wort Indikator dahinter ist eigentlich irgendwie redundant, aber sei es drum. Relative Stärke. Wir werden gleich sehen, das hat was damit zu tun. Ja, überkaufte und überverkaufte Regionenpunkte im Chart anzuzeigen. Und das machen wir auch gleich nochmal kurz im Chart. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist denn an dieser gängigen These der überkauften und überverkauften Regionen überhaupt irgendwas dran? Oh, hier sehe ich schon den ersten Rechtschreibfehler wieder auf der Folie. Periode und Schwellwerte muss das hier heißen. Also der Indikator hat nämlich zwei Parameter. Man kann die sogar auch auf drei hochbrechen. Also er hat natürlich eine Periodenlänge, wie weit man in den Rückspiegel guckt. Und dann hat er einen Schwellwert. Ich benutze diesen Schwellwert immer symmetrisch. Deswegen ist bei mir der Schwellwert gleich nur ein weiterer Freiheitsgrad. Man kann den Schwellwert allerdings auch asymmetrisch legen. Was das genau ist, werden wir gleich sehen. Das ist aber erstmal seine grundlegende Bedeutung und dass an der grundlegenden Bedeutung irgendwie sogar was dran ist, na, das gucken wir uns einfach mal direkt im Chart an. Also machen wir mal eben hier einen neuen Chart auf, dann hat er auch noch keine Linien. Und ich ziehe den mal so breit, bis er hier zu meinem Control Panel reicht. Jetzt habe ich hier gerade einen M15 Chart auf, die Chart
Periode spielt im Moment, um zu illustrieren, was der Indikator macht, erstmal noch keine Rolle. Wenn wir nachher natürlich den in Excel untersuchen, werden wir natürlich auch eine bestimmte Ausgangsperiode nehmen. So, was hat er? Naja, der RSI, ihr habt gesehen, ich habe ihn draufgeworfen, hat eine Periode. Seine Standardlänge hier ist immer die 14. Die lasse ich auch mal. Und dann etwas weiter hinten kann man halt hier noch diese Begrenzungslinien mit einmalen. Die stehen standardmäßig immer bei 30 und 70 und sind dann wie hier auch erstmal symmetrisch. Also symmetrisch heißt symmetrisch. Jetzt könnte ich einerseits sagen zu 100, das stimmt nicht ganz, also symmetrisch zu 50 sind sie genau genommen, weil, ich werfe mal drauf, dann haben wir ihn auch hier, der Wertebereich von dem Indikator ist nämlich einfach zwischen 0 und 100 und das sind die Zahlen, die er generieren kann und jetzt sieht man auch die Bedeutung dieser zwei Schwellwerte, die sind hier auch als horizontale Linien mit eingemalt, bei 70 und bei 30 und was ist jetzt die These? Die These des RSI ist ja hier leicht erklärt und wird auch, das ist immer das Schöne, immer, wenn man dann drauf guckt, erstmal ad hoc, meistens sogar ganz gut. Also hier, überkaufter Bereich. So, wir sind oberhalb von 70. Das heißt, der Kurs, also in unserem Fall der Euro-US-Dollar, hat eine schnelle Bewegung nach oben gemacht. Und die Idee ist natürlich zu sagen, okay, das war zu schnell. Er ist jetzt überkauft, er muss jetzt korrigieren, also nach unten gehen, was er natürlich hier genau gemacht hat. Lehrbuchmäßig, wie ich mir das jetzt hier wünsche, um es zu zeigen. Nächster Punkt hier wieder über 70 und wieder kommt die Korrektur nach unten. Nächster Punkt, wieder über 70 und wieder geht's nach unten. Sieht eigentlich aus wie genial. Also, als wenn man genau das hier so wie es ist traden könnte. Jetzt gibt es so ein paar Täuschungsmechanismen, die hier immer reinspielen, nämlich die Frage, ich habe natürlich zum Beispiel bei diesem Punkt hier mein Fadenkreuz hier hingehalten, wo ich dann auch wirklich schön hier ganz oben war. Aber wenn ich mal genau gucke, habe ich die 70 schon hier erreicht. Das heißt, dass wir die 70er-Linie hier schon getriggert hatten und ich eigentlich hier bereits short gegangen wäre. Jetzt in der ganz einfachen Betrachtungsweise vom RSI habe ich natürlich geflissentlich übergangen. Das ist das immer das Schöne, wenn man dann hier so einfach mal eben drüber hinweggeht. Und dann sucht man sich das natürlich so raus, wie es am schönsten passt. Wenn wir es mathematisch natürlich untersuchen, passiert das Ganze gleich nicht mehr. Da sind wir knallhart und würden natürlich hier die 70er-Linie schon triggern. Umgekehrt, wir haben jetzt gerade nicht so viele Beispiele auf der Unterseite. Ich tue mal so, als ob der hier schon einer ist. Also hier haben wir die Unterseite erwischt, da würde man dann den Long Trade eingehen. Sieht natürlich auch erstmal hier mustergültig gut aus. Aber das ist die Standardlesart des RSIs. Und wenn ich jetzt mal hier kurz die Periode, weil wir gleich eh auf D1 wechseln, dann sieht das so aus. Dann sieht es vielleicht schon jetzt im Moment gerade nicht mehr ganz so toll aus. Aber so an einigen Stellen kommt es hier schon noch ganz gut hin. Ihr seht auch hier wieder schnell, wie man leicht drüber hinweggehen kann, dass bereits hier die 70er-Linie überschritten wurde und man ja auch dann schon short gehen würde, vergeblich. Und, und. Also, das ist aber erstmal der RSI. So wie er sich rein aus der Mathematik heraus darstellt und erstmal ad hoc erscheint es gut. Wenn wir jetzt den weiter verarbeiten wollen, den RSI, müssen wir natürlich einmal auf seine Definition gucken. Das müssen wir sozusagen mal eben im Kopf merken. Gleich in Excel habe ich es dann auch umgesetzt. Also ich habe einfach hier Wikipedia, da gibt es den gleich auch, wie man ihn berechnet. Und dann gilt es halt, diese Formel umzusetzen. Ich beschreibe die Formel mal eben in Worten. Alles, was man macht, ist, ja, man guckt x Tage, x Kerzen genau genommen zurück, also weil hier ist es nicht x, sondern n, die guckt man rückwärts und bildet dann den Mittelwert aller aufwärts gerichteten Kerzen und den Mittelwert aller abwärts gerichteten Kerzen. Das ist alles.
Und wenn ich sage, den Mittelwert der Kerze, heißt das einfach, dass wir von close to close in dem Fall gehen. Und das ist alles. So wird er dann berechnet, schließlich und endlich. Man nimmt den Mittelwert aufwärts und dividiert ihn durch die Summe der beiden. Und dadurch stellt man auch sicher, dass eine Zahl nur zwischen 0 und 100, also genau genommen zwischen 0 und 1, und man macht einfach das Prozentzeichen hinten dran und dann hat man halt von 0 bis 100. Und dann ist man fertig. So berechnet man ihn. Das brauchen wir gleich, wenn wir dann auch gleich ins Excel gehen. Bevor ich ins Excel gehe, will ich aber noch sagen, was will ich denn jetzt gleich überhaupt genau untersuchen? Weil diese reine Überprüfung im Chart, naja, die habe ich gerade gemacht. Aber ihr habt schon die Stolpersteine im Chart gesehen, die mir automatisch da begegnen. Nämlich, wie interpretiere ich? Sehe ich dann nur das, was ich sehen will? Und dazu tendieren wir natürlich, dass wir dann genau die Maxima und Minima und so rauspicken, wie wir sie auch gerne sehen wollen. Und dann sagen wir, ja, RSI, fantastischer Indikator, sollte ich unbedingt ab morgen im Traden einsetzen. Und genau das wollen wir allerdings jetzt dann mathematisch stur untersuchen. Und ich mache es zunächst mal rein verbal. Das wäre dann, liege ich also mit meiner Annahme, dieser Annahme überkauft und überverkauft, liege ich da eigentlich mehrheitlich richtig? Das ist aber natürlich immer noch fast so der Stand wie gerade im Chart. Also machen wir es mal mathematisch und sagen einfach, wir schauen, wenn wir unsere Triggerlinien da überschreiten bzw. unterschreiten, dann schauen wir einfach mal in die Zukunft. Und bei historischen Daten können wir das ja tun und dann ist das auch erstmal zulässig. Nicht im Sinne einer Trading-Strategie, die darf natürlich die Zukunft nicht verwenden, aber wenn wir jetzt nur untersuchen wollen, ist es auch mal erlaubt, immer von einem gegebenen Punkt in die Zukunft zu gucken. Wenn also diese Triggerlinien überschritten oder unterschritten werden, dann summieren wir einfach die prozentualen Kursänderungen auf. Und das nach x Tagen. Aus dem x wird gleich 1, 2, 4, 8 bis 32. Da ich das Ganze auf dem D1-Chart mache, sind es dann bei mir gleich wirklich Tage. Aber man könnte genauso gut in das Excel-Sheet einfach Stundendaten reinwerfen und dann hätten wir das Ganze direkt auf H1. Wenn ich jetzt noch sage, ich summiere das Ganze mal Vorzeichen richtig auf, dann steht da einfach folgender Gedanke hinter. Naja, ein Long Trade ist einfach. Dann soll ja der Preis nach oben anschließend gehen und wenn der Kurs wirklich 3% nach oben gegangen ist, dann ist das ja eine plus 3%. Das ist prima. Bei einem Short Trade sieht es natürlich genau umgekehrt aus. Da bin ich ja froh, wenn der Kurs anschließend um 3% minus, also minus 3% sich verändert. Und Short suggeriere ich einfach immer mit einer minus 1 und die multiplizieren wir drauf und dadurch wird dann der Short Trade auch quasi positiv. Und das meine ich mit Vorzeichen richtig aufsummieren. Hinweis noch, das, was wir jetzt hier gleich tun, ist schon wie ein Trade eingehen. Aber, das Aber steht hier, es wäre ein Trade ohne Stop-Loss und ohne Take-Profit. Sondern dieser Trade wird einfach nach diesen x Tagen, also dieses x ist gleich 1, 2, 4 und so weiter, einfach beendet. Wo der Kurs zwischendurch war, interessiert jetzt erstmal nicht. Aber ich will nur sagen, es ist wie ein Trade, aber so wie ich jetzt nicht wirklich ein Trade eingehe, weil es wäre ein Trade ohne Stop-Loss und ohne Take-Profit. Das ist erstmal okay auch, weil wir wollen ja erstmal nur die Güte des Indikators beurteilen und nicht den exakten Trade. Das, was ich vorhin im Chart gemacht habe mit, hey super, da hat man einen Extrembereich und jetzt geht der Kurs anschließend nach unten, war ja auch noch kein Trade. Es wäre tatsächlich für einen Trade immer noch die Frage gewesen, hey, ja, wo ist der Stop-Loss, wo ist der Take-Profit? Den hätte ich natürlich erstmal noch nicht. Gut, soweit die ganze Vorbetrachtung, dann das Ganze mal wirklich im Excel-Sheet. Jetzt habe ich natürlich schon ziemlich viel vorbereitet, logisch. Und das Dumme ist immer, wenn ich das dann hier zeige, guckt natürlich jeder mal gleich schon auf die Bilderchen. Ist ja auch euer gutes Recht, kann ich gut verstehen. Also lenke ich euch erstmal nur mit dem einen Bild ab und springe dann gleich nochmal ein bisschen in dem Excel hin und her. Einfach, weil ich gerne euch auch das Konzept erklären möchte und für die Excel-Techniker auch noch einen Trick
gleich zeigen möchte, der hier sehr, sehr wichtig ist und an dem man sonst auch schier verzweifeln kann. Der Anfang im Excel-Sheet ist hier einfach. Open, Low, High, Close, also ihr seht wie immer die Kursdaten. Soweit, ich mach's mal noch ein bisschen größer. Soweit erstmal gut. Dann, naja, die Vorbereitung, den RSI zu berechnen. Also ihr seht, hier gibt es eine Spalte mit Up und eine Spalte mit Down. Und wenn man hier oben auf die If-Anweisung guckt, ja klar, ich frage einfach, ist das jetzt hier eine Abwärtskerze gewesen, also von der Close-to-Close, war das aufwärts? Wenn ja, dann schmeißen wir mal die Differenz hier hin. Wenn nein, dann schmeißen wir mal eine Null hier hin. Das Ganze machen wir für Up und für Down. Und jetzt kommt das nächste große Problem. Ich springe mal hier ein bisschen weiter runter hin, ab wo ich überhaupt die Berechnungen anfange. Jetzt sollen wir den, der oben steht, RSI-Periode 8. Wie berechne ich jetzt variabel den Average 8? Na ja gut, an sich wäre es ja einfach. Ich würde hier hinschreiben, an diese Stelle, bilde den Mittelwert von diesen, habe ich jetzt schon 8 in der unter Beschlag, von diesen 8 Zahlen. Das könnte ich natürlich da hinschreiben. Dann habe ich nur ein Problem. Ich will nachher auch die RSI-Periode mal auf 10 stellen und auf 13 stellen. Das heißt, ich muss jetzt diese Periode, die ja den Mittelwert hier festlegt, so war ja nun mal die Formel, dass wir den Mittelwert über eine bestimmte Vergangenheit bilden, das muss ich jetzt hier ansagen. Und da gibt es einen Trick. Und der Trick fängt damit an, dass man sich hier vorne zwei so Hilfsspalten bastelt. Die eine zählt einfach nur stur die Zeilennummer hoch. Die andere, ihr seht, was da passiert, da steht genau der Verweis oder erstmal eine Zahl 8 tiefer. Also dann nehme ich genau die RSI-Periode. Und jetzt kommt, ihr könnt es nachher, wenn ihr die Dateien habt, selber ja auch nachgucken, der Trick. Und der Trick ist dieses indirekt. Ich will es jetzt hier nicht vertiefen, ich will nur darauf hinweisen, dass das hier mit drin ist, damit diese Mittelwertsbildung nachher hier variabel wird. Das heißt, wenn ich die Periode hier von 8 auf 12 ändere, dann nimmt der plötzlich hier genau 12 Stück zurück. Und das einfach nur, indem ich hier oben die Zahl verändere. Das wäre, sonst müsste ich das immer alles von Hand ändern und da habe ich natürlich wirklich überhaupt keine Lust zu. Und deswegen hier dieser Trick mit dem Indirekt. Danach geht es dann wieder relativ einfach weiter. Wir können den RSI bestimmen, genau wie die Formel vorhin war. Und jetzt scrolle ich mal einfach munter weiter nach rechts. Weil ich sage als nächstes, da gibt es ein Threshold, also einen Schwellwert. Der ist jetzt gerade mal nicht mehr auf, ich kann auch gerne auf 70 setzen. Und jetzt fragen wir einfach, ist halt der RSI größer als 70, dann würden wir ja unseren virtuellen Long-Trade eingehen. Also zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt Long sein. Ist aber nicht, deswegen steht da auch eine Null. Und das Gleiche fragen wir natürlich auf der Short-Seite. Und hier haben wir auch gerade mal das Beispiel, wo der Short dann getriggert wird. Der RSI ist kleiner 30, also er ist kleiner diesem Schwellwert. Und dann läuft sozusagen der Short-Trade. Und wenn ich sage, der Short-Trade läuft, dann meine ich damit Folgendes. Jetzt berechnen wir einfach, wie geht's in Zukunft weiter. Das heißt hier, wie weiter ist der Kurs dann nach einem Tag gelaufen? Idealerweise geht es natürlich kursmäßig minus weiter. Da ich aber vorhin schon gesagt habe, wir wollen es nachher Vorzeichen richtig machen, multiplizieren wir hier auch noch mit dieser minus 1, damit wir bei einem Short Trade sozusagen auch was dann Positives bekommen. Und das mache ich dann hier für 2 Tage. Ich gucke 2 Tage nach vorne. 4 Tage, 8, 16 und bis 32 Tage. Und that's it. Damit habe ich die Frage beantwortet, wie würde ein fiktiver Trade nach einem Tag, nach 2 Tagen, nach 4 Tagen, nach 8 Tagen, nach 16 Tagen, nach 32 Tagen denn ausgesehen haben? Also wo würde er stehen? Genau genommen beende ich ihn dann auch. Der Rest ist jetzt straightforward. Was mache ich dann? Ich bilde so eine Art Equity. Ich summiere das einfach auf. Also genau wie sonst in Trading-Strategien. Ich summiere jetzt einfach meine Änderungen auf, wo denn welche waren. Und dann gehe ich noch hin, wie ich es sonst auch für Trading-Strategien mache. Ich bestimme meinen
Drawdown und genau genommen meinen maximalen Drawdown. Und ich bestimme auch noch alle anderen Kennziffern, wie ich es immer sonst mache, nämlich die Steigung der Equity und auch das R2, also die Linearität. Und das alles mache ich nur, damit ich schließlich und endlich, das kennt ihr von meinen früheren Webinaren, damit ich hier eine einzige Kennziffer generieren kann, die einfach Opti heißt. Und da gilt, je kleiner, je besser. Das kennt ihr auch von den anderen Strategieentwicklungen. Ja, und jetzt will ich euch natürlich nicht weiter auf die Folter spannen, wie das Ganze denn jetzt aussieht, wenn man das Ganze dann tatsächlich hier mal macht. Also, dass wir uns jetzt den RSI hier angucken, so ähnlich wie gerade im Chart, ist natürlich müßig, hier erkennt kein Mensch irgendwas. Aber wir haben ja jetzt die vollautomatische Berechnung, also jetzt dann einfacher. Und alles, was wir jetzt tun, ist, wir brauchen nur noch hier drauf gucken. Und gleich wird es auch noch sprechend aussehen. So haben wir es. Wie muss man jetzt dieses Bild interpretieren? Hier steht nichts anderes als Equity-Kurven. Und zwar die Equity-Kurve 1 wäre, wenn ich denn immer meinen Trade einen Tag halte und wenn ich jetzt hier oben steht, eine RSI-Periode von 12 nehme, den Threshold bei 70 hinsetze und für Short dann automatisch bei 30, dann seht ihr, baut sich eine positive Equity-Kurve auch für eine Trade-Länge von einem Tag, also einer Kerze, eine positive Equity-Kurve auf. Bestens. Heißt schon, ist schon mal gar nicht schlecht. Ist ja genau das, was wir wollen. Das war ja das, was unsere These war. Wenn wir unseren RSI, und jetzt mache ich es auch nochmal eben mit den ganz normalen Standardzahlen, jetzt gehen wir hier noch auf 14, und jetzt können wir allerdings anfangen, rumzuspielen. Und wir sehen, wie die Equity-Kurven jetzt hier über 10 Jahre Kurshistorie, wie die denn dann sich entwickeln und aussehen. Jetzt gibt es hier immer gleich noch ein paar andere Zahlen. Wie viele Trades wurden da überhaupt gemacht? Also wir haben hier so ungefähr 4000 Kursdaten oder ein bisschen mehr. Ja, wir hätten jetzt hier auch 800 Mal diesen Trigger erreicht. Also ist es durchaus auch schon eine annehmbare Statistik, die wir hier kriegen. Und das wäre jetzt, naja, so ähnlich wie das Trading-Ergebnis, als wenn ich diese Strategie jetzt stur getradet hätte. Stur heißt, immer wenn der RSI über 70 ist, gehe ich in Long Trade ein und halte ihn, naja, das steht jetzt hier, ein Tag, zwei Tage, vier Tage, acht Tage, 16 Tage, 32 Tage. Ihr seht natürlich auch, dass die Equity-Kurve nicht gerade besonders smooth ist. Also sie hat schon ihre Höhen und Tiefen. Das kann ich nicht leugnen. Also das sieht jetzt das hier als Trading-System zu verkaufen, das liegt mir fern, das will ich hier auch nicht. Das sind schon gewaltige Drawdowns, die dann hier drin stehen. Aber wir können schon erste Hinweise hier kriegen und sagen, der RSI, Euro, US-Dollar, in seiner Standardeinstellung ist nicht so schlecht. Er liefert uns immerhin einen positiven Erwartungswert. Hey, so verrückt die Equity-Kurve aussieht, aber immerhin, das wissen wir jetzt. Er hat einen positiven Erwartungswert. Und natürlich können wir jetzt hier an unseren Parametern drehen. Also wir können den Threshold hier mal verändern. Oder wir können natürlich auch die RSI-Periode verändern. Und ihr seht, wie sich dann die Vorhersagekraft, die Vorhersagegüte dann wirklich verändert, und zwar in Zahlen. Wir haben also jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können einfach schon mal sagen, okay, die Standardparameter waren auch schon nicht so schlecht. Oder wir haben jetzt hier zwei Freiheitsgrade, RSI-Periode und RSI-Threshold, und können das Ganze genauer untersuchen. Ihr kennt mich lange genug mittlerweile. Natürlich habe ich das gemacht. Was habe ich jetzt hier gemacht? Gucken wir mal, ich sollte das mal beschriften. Also hier EMA-Periode und die Schwelle habe ich jetzt hier hingesetzt und habe dann einfach diese Zahlen, die hier oben stehen, also die habe ich einfach sozusagen abgeschrieben. Also ich habe sie vorher natürlich kopiert. Das heißt, ich habe jetzt hier sowas wie RSI-Periode 4 eingetragen und dann Threshold auf 50 gesetzt, was nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, den Threshold auf 50 zu setzen, weil dann wird halt ziemlich viel getradet. Aber man sieht, die Equity-Kurve 1, das ist die blaue hier unten, sieht
gar nicht mal so schlecht aus. Deswegen hat die auch hier einen Opti von 2850. Ihr wisst, je kleiner, desto besser, der auch gar nicht mal so schlecht ist. Und das habe ich halt alles hier sukzessive hin übertragen. Und ich habe dann einfach hier so ein grünes Kriterium angelegt, also immer alles, was kleiner ist als 3000, habe ich dann markiert, um dann zu sagen, okay, ich kann hier schon sowas herausarbeiten. Jetzt sind wir wieder bei so einem anderen Thema, was wir auch schon hatten, Nachbarschaftsanalyse, das wird jetzt hier fast visuell. Wo sind denn die guten Werte? Naja, und ich habe dann irgendwas mal hier gelb markiert. RSI-Periode 8 mit einem Schwellwert von 75 ist saugut oder ist mit Nachbarn irgendwas richtig Schönes. Wir gucken uns gleich noch an. Es gibt einen, der noch viel besser ist, nämlich RSI-Periode 16, Schwellwert 90. Aber wir haben keine Trades. 10 Stück. Also dann hätten wir 10 Trades gemacht, in das in 17 Jahren. Das ist natürlich keine Statistik. Deswegen, das ist zwar formal der Beste, aber auf den will ich jetzt nicht hinaus. 8,75 wäre also hier was Gutes, 8,75. Wäre was Gutes. Und gucken wir mal hier jetzt die Kurve nach 16 Tagen an. Dann ist es eine Equity-Kurve. Naja, will ich sie in meinem Trading-Account haben? Ja, nein. Aber ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir jetzt davon? Sie erstmal. Hat RSI eine Vorhersagekraft? Antwort: Ja, aber wähle die richtige Periode und den richtigen Schwellwert. Wir können hier nicht irgendwas wählen. Also das brauchen wir schon. Will man das jetzt stur im Sinne eines mechanischen Systems traden? Wahrscheinlich nicht, weil vielleicht sind einem die Drawdowns hier dann doch noch mal ein bisschen zu groß. Kann ich das aber trotzdem jetzt schon nutzen, um Trading-Entscheidungen zu treffen? Aber natürlich. Ich kann natürlich jetzt in meinen Chart ein RSI 8 Threshold 75 einmalen. Ich sehe dann, wenn die Signale erzeugt werden. Und jetzt kann ich meine zusätzlichen Informationen, meine zusätzliche Vorgehensweise nutzen, um dann final meinen Trade abzusetzen oder die Finger davon zu lassen. Das heißt, ich kann jetzt bereits diese Informationen nutzen, um mein Traden zu verbessern, weil ich weiß, ich habe einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Unter diesen Voraussetzungen, also wenn ich die richtige RSI-Periode, den richtigen Schwellwert nehme. Das also schon mal als erstes. Ist dieser Schwellwert universell? Und also können wir jetzt durch unsere Underlyings rauf und runter gehen und nehmen immer 8,75? Wir probieren mal was. Wir probieren mal was. Und zwar, wo habe ich da? Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Okay, wir nehmen uns die Daten. Und wir gucken uns das Ganze mal einfach an. Wir nehmen uns die Daten und ich kopiere die jetzt einfach in das Excel-Sheet von gerade. Euro, US-Dollar. So. So. Und schwupps sind hier die neuen Kursdaten drin. Jetzt muss ich hier noch eben eine schnelle Korrektur machen, weil ganz unten geht hier noch was schief. Das verkürze ich aber jetzt die Korrektur. Und zwar sind ein paar Daten nicht mehr hier Euro, US-Dollar. Nein, nicht britisches Pfund. Die genaue Anzahl der Tage war nicht gleich. Deswegen verlängere ich hier unten einfach mal eben ein paar Tage auf keine Kursänderungen mehr sozusagen. Und jetzt gucken wir uns das Resultat einfach nochmal an. Okay, das können wir eh nicht interpretieren, aber die Equities können wir lesen. Aha. Britisches Pfund, kanadischer Dollar, gleiche RSI-Periode, gleicher Threshold. Also längere Trades hier mit 32 Tagen, 16 Tagen, grottenschlechtes Ergebnis. Finden wir hier überhaupt jetzt gerade sowas, was wir irgendwie noch bevorzugen würden? Nicht wirklich. Testen wir mal was anderes. RSI-Periode 16. Ach, dann kriegen wir schon langsam zu wenig Trades. Also gehen wir mit dem Schwellwert runter. Aha, es ist alles negativ. Alles negativ. Ist das nicht was Gutes? Antwort: Ja. Ist doch super. Wenn alles negativ ist, dann muss ich doch einfach nur meine Trade-Reihenfolge umdrehen. Das, was ich bisher eigentlich long getradet hätte, trade ich halt short. Und das, was ich bisher short getradet hätte,
trade ich halt long. Was wird das bedeuten? Ich drehe die komplette Logik des RSI um. Wenn der also jetzt oben in diesen sogenannten überkauften Bereich geht, was mache ich dann? Ich kaufe. Ich kaufe noch oben drauf. Das tue ich jetzt. Ich drehe die Bedeutung 100 komplett um. Nämlich, wenn hier meine Equity-Kurven gerade alle nach Süden laufen, das kann ich leicht lösen, dann muss ich halt einfach nur meine Trade-Richtung genau umdrehen. Und plötzlich stellen wir fest, aha, britisches Pfund, kanadischer Dollar, RSI, prima Sache. Nur dummerweise genau andersrum interpretiert. Wenn wir in den überkauften Bereich kommen, dann kaufen wir. Und wenn wir in den überverkauften Bereich kommen, dann verkaufen wir. Das heißt, wir gehen dann genau umgekehrt vor. Jetzt will ich noch schnell eben eine Frage beantworten, die hier gerade gestellt wurde, als hier noch 8,75 stand. 8,75 gilt sowohl, also ich trage immer nur die eine Zahl ein. Also so wie jetzt hier auch in meinem Beispiel, ich trage immer die 65 hier ein und dann ist die 35 immer die Gegenseite. Als wir vorhin 8,75 hatten, wären wir einen Long Trade eingegangen, wenn der RSI unter 30 geht. Aus der 70 wird die 30, also immer 100 minus die gleiche Zahl. Und wir wären einen Short Trade eingegangen, wenn wir größer 70 gewesen wären. Im Gegensatz zu jetzt drehen wir die Trade-Reihenfolge um. Also, RSI standardmäßig immer gleich, um Gottes Willen, nein. Und jetzt können wir uns das Ganze, auch das habe ich dann mal ein bisschen genauer ausgewertet, britisches Pfund, britisches Pfund kanadischer Dollar. Ich habe jetzt hier im Moment nochmal ganz groß mal Anti geschrieben. Anti deshalb, weil, das sollte ich dann aber auch wirklich hier ändern, in dem Moment, wo ich oberhalb des Schwellwertes bin, wäre ich ursprünglich jetzt short gegangen. Jetzt gehe ich aber long. Und dann entstehen Equity-Kurven, die dann doch wieder gar nicht mal so schlecht aussieht. Und auch das habe ich natürlich jetzt hier wieder für einen begrenzten Parameterraum einfach mal durchexerziert. Also für verschiedene EMA Perioden und für verschiedene Schwellen. Und dann stellt sich fest, gibt es auch gute Resultate. Es gibt manchmal sogar noch ein bisschen bessere, also schlecht ist auch nicht 64, 65. Also hier eine 64 und die Schwelle bei 65 lassen. Der einzige Schönheitsfehler ist, das sind nicht mehr ganz so viele Trades. Also die Equity-Kurve sieht eigentlich schön aus, aber es sind nur noch 117 Trades. Ist so an der Grenze. Ist ein bisschen weniger als ein Trade pro Monat auf diese Zeit hier in Summe. Also von daher ein bisschen schwach. Aber interessantes Ergebnis. RSI, gerade Euro-US-Dollar, okay, war so, wie die Standardvorstellung ist. Und jetzt machen wir britisches Pfund kanadischer Dollar und kriegen es sozusagen genau umgekehrt. Wenn wir in den überkauften Bereich gehen, dann kaufen wir. Wohingegen wir vorher genau dann verkauft hätten. Ist also ein Indikator sofort für alle Underlyings gleich zu verwenden, schon gar nicht. Selbst die unterschiedlichen Parameter, die man einstellen muss, sind jedes Mal verschieden. Aber es geht sogar so weit, dass wir sogar die komplette Bedeutung umdrehen müssen und dann hier den RSI genau andersrum bearbeiten. Ich habe das Ganze für eine ganz andere Trading-Strategie, die dann auch wirklich nachher eine komplette mechanische Trading-Strategie ist, auf H1-Ebene auch schon mal untersucht. Und es ist in der Tat so, dass ungefähr die Hälfte sind Anti und die andere Hälfte ist sozusagen normal. Also das ist kein seltenes Beispiel, das mit dem Anti, was ich jetzt hier auch extra immer groß Anti nenne, wo man genau andersrum vorgeht. Also, wir lernen genau das, was ich schon in unserem Eingangsstatement gesagt habe. Einfach einen Indikator nehmen und dran glauben, dass er genau das tut, was so alle davon immer sagen und reden. No way.
lieber mal untersuchen. Das machen wir ja. Und so kriegen wir dann hier eine vielleicht durchaus überraschende Schlussfolgerung. Okay, jetzt kommen schon Verbesserungsvorschläge, gerade hier, wie man auch noch auf das Risiko des Trades abzielt, indem man, das ist der Vorschlag hier, die Varianzberechnung mit einbezieht. Alles möglich, also und vieles andere, also das kann ich gleich dabei sagen. Wir können es auch gerne mal vornehmen, wie man jetzt hier eine mechanische Trading-Strategie drauf macht. Was wir natürlich dann brauchen, ist ein Stop-Loss. Also real gehe ich hier den Trade natürlich nicht ohne Stop-Loss ein. Aber wir bleiben noch im Moment hier bei der Vorübung. Was ich jetzt euch versprochen habe, ist noch zu sagen, jetzt machen wir einfach mal einen anderen Indikator. Und dann wechseln wir doch auch gleich nochmal das Underlying. Können wir alles machen. Ich mache es nur, ich kürze mir jetzt das ein bisschen ab. Ich habe die Sachen fertig, von daher will ich die dann auch mal aus dem Fertigen hier direkt herausziehen. Will ich aber kurz noch sagen, wie das Ganze dann geht. So, gucken wir mal auf den FDAX. Was ich hier gemacht habe, ist, das müssen wir uns noch kurz durch mal angucken. Jetzt machen wir einen anderen Indikator. Wir wechseln einfach mal eben den Indikator. Was habe ich gemacht? Ich habe hier natürlich einfach den EMA jetzt berechnet, weil ich will ja jetzt eine EMA-Strategie hier machen. Und hier ist das Bild mittlerweile auch dann sozusagen sehbar oder einsehbar und noch immer interpretierbar. Blau ist der Kurs vom DAX, genau genommen ist es der FDAX und rot der EMA. Und ansonsten, ich springe mal kurz hier wieder an so eine Stelle, wo das Eigentliche passiert. Ihr seht, wenn man einmal so ein Excel-Sheet aufbaut, danach dann hier die Spalte EMA zu machen und einfach nur ein anderes Kriterium für Long und Short einzutragen, ist dann nicht mehr so ein, also so was Schwieriges. Ich will die ganze Zeit sagen, not a big deal, aber ich bin ja im deutschen Webinar. Also es ist dann nicht mehr besonders kompliziert, hier auf den EMA dann umzuswitchen, weil alles, was dann hier rechts davon kommt, braucht ihr überhaupt nicht mehr anfassen. Bleibt alles identisch und wir können es genauso übernehmen. Und natürlich, EMA, wie würden wir ad hoc interpretieren? Naja, liegen wir oberhalb vom EMA, dann sollten wir long sein. Sind wir unterhalb vom EMA, sollten wir short sein. Standardmeinung. Klar, warum nicht? Okay, also dann gucken wir uns das Resultat an. Auch hier haben wir natürlich hier wieder Equity-Kurven. Exakt gleiche Beschreibungsweise, es ist nichts Neues. Ihr könnt das Bild unmittelbar und sofort interpretieren. Und wir können natürlich jetzt hier, jetzt haben wir sogar den Vorteil, nur noch einen Freiheitsgrad zu haben. Und das ist nur noch die EMA-Periode. Die können wir natürlich jetzt hier auf irgendwas einstellen, zum Beispiel auch auf 50. Und dann sieht man eigentlich, man kann hier ein bisschen hoch und runter gehen mit den EMA-Perioden. Es wird immer ungefähr darauf hinauslaufen, dass bis 2010, 2011 ist mal alles prima und danach ist es dann halt irgendwie nicht mehr so doll. Und auch die, die ich gerade hatte, war zwar schon einer der besten mit EMA-Periode 300. Der Brüller ist es nicht, will ich gleich dabei sagen. Also so richtig glücklich würde ich hier mit der Vorhersagekraft, um wieder auf das Thema des Webinars nochmal zu wiederholen, mit der Vorhersagekraft eines EMAs in Nutzung hier für einen DAX-Trade, Long oder Short, es ist nicht der Brüller. Natürlich habe ich auch hier alles wieder untersucht. Und jetzt ist das Schöne, ich kann es noch viel einfacher darstellen, weil wir haben unterschiedliche EMA-Perioden. Ja, wir kriegen auch, wie gesagt, jetzt mit den Auswahlen, die ich hier gemacht habe, ist dann 316 die beste. Okay, geschenkt. Jetzt habe ich das Ganze mal auf dem ES, Eingeweihte wissen sofort, worüber ich rede. ES ist das Kürzel für eigentlich den S&P 500, genau genommen den Future auf den S&P 500. Und das damit gemacht. Es sieht immerhin schon mal besser aus. EMA-Periode ist gar nicht so weit davon abweichend. Und alles war sozusagen, ist erstmal gut. Und hier kriege ich auch halbwegs vernünftige Equities raus.
Also so eine größere EMA-Periode im Bereich von 200 könnte man sich durchaus mal noch zu Nutzen nehmen, wer jetzt S&P 500 tradet, aber sicherlich nur als Zusatzinformation. Stur traden würde ich es hier nicht. Wie gesagt, wären mir auch hier die Drawdowns in Summe wieder zu groß. Während ich das hier gemacht habe, ist mir was aufgefallen. Ich gehe mal runter. Ich mach mal eben. Hier gehen wir erstmal einmal noch hoch auf 256. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Und jetzt gehe ich mal so langsam runter. 128, also ich halbiere den immer, die EMA-Periode. 64. Und jetzt wird es langsam immer schlechter. 32. Sieht eigentlich ziemlich grottenschlecht aus. 16. Naja, wird noch schlechter. 8. Upsa. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt, was ich nicht hätte drücken sollen. 8, 4. Und jetzt wurde ich dann doch langsam wieder stutzig. Vierer EMA-Periode. Die Dinger gehen langsam nach unten alle. Und hier sind eigentlich schon welche dabei, die sogar eigentlich ganz ansehnlich nach unten gehen. Also mit ansehnlich meine ich relativ gerade. Sofort sollten wieder die Freudeglocken angehen. Hey, das Vorzeichen umdrehen, das ist das Leichteste im Traden. Wir brauchen nur aus Long Short machen und aus Short Long machen und schon sind wir wieder im Rennen und freuen uns auch, wenn diese sogenannte Pseudo-Equity-Kurve hier munter nach Süden läuft. Sollten wir mal machen, ne? Also wir drehen einfach wieder hier die Bedeutung unseres Indikators um. Sonst sagen wir ja immer, wenn wir oberhalb vom EMA liegen, Long Trade, wenn wir unterhalb vom EMA liegen, Short Trade. Offensichtlich ist es so, dass wenn wir auf ziemlich kleine EMA-Perioden gehen, wird das ganze Spiel umgekehrt, aber umso viel interessanter. Habe ich natürlich dann gemacht, habe einfach die Trade-Richtung umgedreht, also rein Excel-technisch, ich könnte es auch hier in dem Original-Sheet sofort machen. Ich mache einfach aus einer 1 eine Minus 1 und bin schon fertig. Will aber auch gleich euch das Ganze als das sogenannte Anti-Sheet hier zeigen. Aber dann wieder mit dem fetten Hinweis Anti. Und ja, jetzt haben wir natürlich hier Equity-Kurven, die gar nicht mal so schlecht aussehen und die übrigens Opti-Werte kriegen, die deutlich besser sind als das, was wir für DAX bei größeren EMAs und auch für den S&P 500 bei größeren EMAs hatten. Das wird jetzt schon fast mechanisch tradebar, was wir hier sehen. Wie würde das dann tatsächlich aussehen, um mal wirklich ganz konkret zu sagen, wir würden tatsächlich eine EMA-Periode 4 in den Chart einlegen. Und wenn der Kurs oberhalb vom EMA ist, dann würden wir Short traden. Und wenn der Kurs unterhalb vom EMA ist, dann würden wir Long traden. Aha, das ist jetzt mal aus meiner Sicht nochmal eine ganz handfeste Überraschung. Und das Ganze geht halt in einem größeren Bereich für kleine EMAs richtig gut. Also hier kriegen wir das, was ich sonst in dem Nachbarschaftsanalyse immer ein Plateau nenne. Also einen breiteren Bereich, wo es nicht so genau drauf ankommt, welchen EMA wir jetzt nur wirklich nehmen. Und wir kriegen ziemlich positive Resultate. Also ein quasi eine Art Reverse-Ansatz hier. Auch hier wieder die Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung des Indikators komplett umgedreht. Wer jetzt schon länger dabei ist, wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir sowas Ähnliches schon mal gemacht haben. Und zwar Mean Reversion Trading Strategien. Da hatten wir auch den S&P 500 genommen und hatten auch gesehen, der funktionierte nicht schlecht. Und wer jetzt sogar noch die EMA-Perioden im Kopf hat, wird feststellen, dann sind wir ziemlich nah dran. Das heißt, kam eigentlich schon genau so was Ähnliches raus. Haben wir zwar völlig anders abgeleitet und da dann auch schon gleich wirklich komplett mit allem Schnickschnack, also sprich mit Take Profit und Stop Loss. Jetzt überrascht es mich gar nicht, weil ich jetzt genau sehe, ja, der Indikator EMA bezogen auf den S&P 500 dreht seine Bedeutung für kleine EMA-Perioden exakt. Also das, was man sonst immer so denkt und sagt, oberhalb vom EMA long, unterhalb vom EMA short, wird hier exakt umgedreht. Dann wird's profitabel. Dann, wieder den Kreis zu schließen, gewinnt wieder unser Indikator eine
Predictive Power, weil er hilft uns, den Wahrscheinlichkeitsvorteil zu erkennen und dann ins Traden also auch umzusetzen. Ist das Ganze für mich auch überraschend, was hier so in Summe rauskommt? Antwort ja, nämlich alles andere als straightforward, alles andere als habe ich schon immer gewusst. Bis vor kurzem habe ich auch noch an diese normalen Bedeutungen der Indikatoren geglaubt. Natürlich hilft einem genau so etwas, um sich mal das Ganze in Breite vorzustellen und in der Anwendung zu sehen. Und was ich hiermit auch ein bisschen erreichen will, ist, euch durchaus mal ein bisschen einzuladen, hey, nehmt doch ruhig mal irgendwelche ganz anderen Indikatoren. Die lassen sich fast alle in wenigen Excel-Begriffen vernudeln, also darstellen. Also da kann man auch locker den nächsten und den übernächsten Indikator mit dazu nehmen, irgendwelche Bollinger Bänder und, und. Also ihr wisst ja, die Liste der Indikatoren ist ja rauf und runter. Also wir können ja hier uns einfach das MT4 als Guideline nehmen, ADR, Accelerator und wie sie alle heißen, um dann immer die gleiche Frage zu stellen. Und wie wir die Antwort finden, wissen wir jetzt. Im Excel-Sheet sind es wenige Änderungen. Es ist hier irgendwo dieser Indikator darzustellen und dann einfach sagen, long oder short. Und alles, was nach rechts kommt, macht der sowieso dann von selbst das ganze Excel-Sheet. Dann kriege ich auch relativ schnell raus, ob und wie dieser Indikator eine echte Predictive Power hat. Gut. Wir hatten nochmal gerade hier gefragt, Zeiteinheit, die ich hier jetzt komplett in diesem Webinar verwendet habe, außer im MT4-Chart ganz am Anfang, war immer D1. Ich habe hier immer Tagesdaten genommen. Dafür gelten dann auch natürlich die Zahlen, die ich hier gesagt habe, mit 4 und vorhin 316 und dergleichen. Das bezieht sich auf diese Timeframe. Und ohne jetzt alles hier komplett gemacht zu haben, andere Timeframe, andere Zahlen und auch noch nicht mal die logische Umrechnung aus dem. Da bin ich mir sicher. Also die logische Umrechnung von einem in den anderen wäre sowas wie mal 24 oder durch 24, um von Tages auf Stunde zu gehen. Das wird nicht passieren. Da bin ich mir sicher. So einfach ist die Börse nicht. Von daher muss man das dann auf kleineren, auf anderen Timeframes wiederholen. Ändert aber nichts an der Vorgehensweise. Es ist immer noch dasselbe Excel-Sheet und ob jetzt hier vorne noch aus dem Datum ein Datum mit Uhrzeit wird und wir Stundendaten reinpacken, egal, ändert gar nichts. Wir müssen es nur tun, um halt diese Zahlen dann zu beschaffen. Und auch der S&P 500, den ich hier gezeigt habe, ist Tagesbasis, also auch wieder D1. Wenn er mal im Zweifelsfall hier direkt aufs Excel-Sheet guckt, erkennt er das immer, dass von einer Zeile zur nächsten hier genau immer einen Tag weitergeht und nichts mit Uhrzeiten hier gerade auftaucht. Also von daher konnte es noch nicht Intraday sein. Warum habe ich das alles hier auf Tagesbasis gezeigt? Damit das Excel-Sheet auch im Webinar noch flüssig bedienbar ist. Weil ihr seht, hier haben wir jetzt 4.500 Zeilen. Sobald wir jetzt beispielsweise auf H1-Daten gehen und nehmen so 10, 15 Jahre, dann sind wir halt schnell bei knapp 100.000 Zeilen. Und dann wird es immer so ein bisschen langsam. Und das ist insbesondere für ein Webinar nicht dann so richtig webinartauglich. Deswegen hier mein Switch auf die D1-Ebene. Also, was haben wir heute gelernt? Was haben wir gemacht? Kurze Zusammenfassung soll natürlich auch noch sein. Jetzt bin ich natürlich hier gleich auf das Falsche geklickt. Also wir haben jetzt uns eine Methode geschaffen, um die Vorhersagekraft eines beliebigen Indikators zu messen. Dass wir trotzdem den Weg hier über das Excel-Sheet gehen müssen, klar, wie soll ich das euch abnehmen? Also es gibt das nicht gleich als wiederum als Indikator auf den Indikator im MT4. Wäre schön, aber so leicht ist es dann halt irgendwie doch nicht. Also wir müssen ein bisschen Hand anlegen und dann solche Zahlen für uns dann schon generieren. Was wir gesehen haben ist, ja, RSI ist ein guter Indikator, hat eine Vorhersagekraft, aber es gibt Underlyings, die genau andersrum getradet werden sollten, als man es aus der ursprünglichen Lehrbuchmeinung heraus erwarten würde.
Und das haben wir nicht nur jetzt einmal beim RSI gesehen. Ihr erinnert euch, Euro-US-Dollar war alles im grünen Bereich, ganz normal. Britisches Pfund, kanadischer Dollar, eigentlich die umgekehrte Bedeutung. Und dann haben wir das Ganze mal mit dem EMA noch gemacht und siehe da kriegen wir sogar beides mal hin. Am Beispiel S&P 500 gibt es einen EMA-Bereich, der ist in seiner Standardbedeutung gut handelbar, große EMA-Werte. Aber wir haben auch gesehen, dass wir zu kleinen EMA-Werten gehen, wie zum Beispiel 4, 5, 6 in der Kante, dreht sich die Bedeutung genau ins Entgegengesetzte. Und das ist vielleicht doch mal die eine oder andere Überraschung. Und man würde diesen Indikator dann plötzlich genau andersrum als in seiner ursprünglichen Bedeutung her handeln und weiterverwerten. Also schon ein paar Überraschungen, hoffe ich wenigstens. Und wie immer gilt, wer Interesse an den Excel-Sheets, den gezeigten hat, dann einfach kurze E-Mail. Da unten steht sie nochmal. s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Dreht mich einfach mit Stefan an, das reicht, sonst muss ich mal zurückfragen, ob ich euch da duzen kann. Also, ich tue es ansonsten immer gerne, aber natürlich auch jedem, der das Sie haben möchte, kriegt auch auf jeden Fall, so soll es sein. Das ist genauso natürlich möglich. Oh, jetzt purzeln schon die ersten Anfragen rein. Also, soweit aus diesem Webinar. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Das ist auch beim nächsten Mal wieder dabei. In 2 Wochen machen wir was Besonderes. Insofern, wir reden die ganze Zeit oft über Trading-Strategien und deren Entwicklung. Da gehen wir nochmal live und machen mal einen kleinen Review. Und das, was wir alles so in den letzten über einem halben Jahr hier mal vorgestellt haben, gucken wir uns mal in der Performance an. Also, seid gespannt und hoffentlich dann wieder auch in 2 Wochen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.